Ja, Freunde von Sonnering, seid mir gegrüßt. Was geht, meine geliebte Krypto-Gang? Lasst uns mal gucken, was wir haben. Genau, wir haben die neuen Verbraucherpreisindexzahlen und Kerninflationszahlen. Und was soll ich euch sagen? Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, die haben die Prognose getoppt. Prognose waren 3,0% für VPI an sich, ist jetzt bei 2,9. Und für die Kernzahlen waren 3,2 angedacht und so ist es dann jetzt auch geblieben. Freunde, sehen wir jetzt einfach mal großzügig darüber hinweg, dass diese Zahlen laut meiner Ansicht nach so oder so alles geschönte Fantasiezahlen sind, weil das keineswegs mit dem echten Leben vereinbar ist. Man diese Zahlen aber präsentiert, damit der Standardmensch, der Schlafschaf, dann den Ball flach hält, weil er dann sagt, ja gut, Inflation ist ja anscheinend gar nicht so schlimm. Ist das ein doch, eigentlich gutes Zeichen für den Markt, ne? Oder besser gesagt, die Weltmärkte, in der Theorie zumindest, weil in der Praxis haben wir, wie ihr seht, hier gestern sehr wenig davon gemerkt, weil Bitcoin es nicht, bei weitem nicht aus der Range geschafft hat, in der wir sowieso seit Tagen und Wochen handeln und langsam wird es zäh, liebe Freunde, langsam werden wir müde von dieser Konsolidierung, die wir hier vor uns haben. Die liegt eindeutig zwischen $61.400, da ist der Schlüsselwiderstand, den wir jetzt in Summe ganze dreimal getestet haben, wo Bitcoin dreimal in Folge abgewiesen wurde, habe ich uns so einen schönen pinken Balken drüber gesetzt und untenrum haben wir den bei $58.100. Da habe ich jetzt aber auf so einen Balken verzichtet, doch ihr seht das halt mit euren Augen. Also wir haben hier eine Spanne von Pi mal Daumen $3.000, was für Bitcoin ja eigentlich in Summe überhaupt gar nichts ist. Aber die haben wir jetzt, diese lächerliche Spanne, in der Bitcoin sich jetzt seit geschlagenen 7 Tagen rumquält. Das nimmt der Markt sehr ermüdend auf, weil, falls ihr meine Insta-Stories verfolgt, ich habe es schon gesagt, ein Rage-Modus gab, wie wir sind in so einem Ping-Pong-Status, du weißt gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und die Gefahr bei der ganzen Sache, die ist jetzt, und jetzt Obacht, liebe Freunde, das sind einfach Beobachtungen, die du in diesem Markt immer wieder machst, ein Kurs, ja, der mehrere Male versucht, ein Level zu durchbrechen. 3, 4, 5 Mal meinetwegen, okay? Der hört irgendwann auf, das zu versuchen und der gibt sozusagen nach. Dann wird halt Pressure in die entgegengesetzte Richtung erzeugt und die Liquidation-Bereiche in der Zone, wo offenbar weniger Widerstand lauert, wird dann eben den Fokus genommen. In unserem Szenario wäre das dann die da unten, liebe Freunde. Prozentual natürlich, mein Bild ist wieder im Weg. Es ist wie immer, Freunde, ihr wisst, so einen kleinen Aufhänger müssen wir haben. Mein Bild ist immer im Weg. So, prozentual hier. Der ganze pinke leuchtende Block, den ihr hier unten seht, ja, den könnte es komplett betreffen natürlich. 57,5 bis 56,2, auch jetzt nicht die Welt, würden wir jetzt alle, denke ich, glaube ich, nie in Schockstarre verfallen. Aber ja, das sind so die Zeichen, die uns der Markt gerade gibt, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass oberhalb gar kein Anreiz wäre für die Akteure. Also ganz im Gegenteil, hier ist sogar eigentlich mehr, weil hier mehr Liquidität schlummert, ne? Alleine auf der 62,8 haben wir... Bald gehen wir dann, also jetzt, wo ich das Video mache, es ist übrigens mitten in der Nacht, wir haben 1.42 Uhr. Das heißt, bitte übrigens da als kleiner Disclaimer, wundert euch nicht, wenn ihr um 7 oder 8 Uhr, ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, das Video seht und das ganze Bild sieht anders aus. Ich hatte keine andere Wahl, weil ich muss jetzt um 1.42 Uhr hier dieses Video machen. Bild wieder kleiner, eine Woche Ansicht. Hier seht ihr, haben wir unten, hatte ich ja gerade gezeigt, einen pinken Block und oben auch. Und hier auf der 62,8 ungefähr haben wir dann bald schon 500 Millionen. Sollte jetzt so über den Laufe des Tages oder nächsten 2 Tage dann die 500 Millionen erreichen. Aber wie gesagt, spielte auch gerade eine große Rolle, dass wir nun 4-mal, wie gesagt, in Summe an dem Schlüsselwiderstand abgewiesen wurden. Ne? Das macht es natürlich nicht unmöglich, ihn zu brechen. Könnte im Prinzip in jeder Sekunde passieren, also rein theoretisch. Aber ihr wisst schon, Freunde, ne? Wir versuchen ja jetzt hier nur zu arbeiten mit den Daten, die wir hier halt vom Markt haben. So, was sagt die Long- und Short-Ratio dazu? Naja, dass eigentlich alle auf Long tendieren, ne? Zum einen passt das natürlich, wenn man nur nach Logik geht, was mehr Sinn macht bezüglich, wo ist mehr Liquidität, das hatten wir gerade schon. Andererseits spricht auch dagegen, dass die Erwartung der Masse immer im Prinzip der beste Konterindikator ist. Also, meine schwitzenden Gebrüder, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich bin Wasser, ich fließe, okay. Was machen wir jetzt? Long oder Short? Gute Frage, Marcel. Als Scalper ist mir das persönlich natürlich eigentlich völlig relativ scheißegal. Das ist halt das Schöne am Scalpen, weil mir kann es im Prinzip völlig Rille sein, wo der Markt ist. Wäre ich jetzt aber Intraday-Trader, Swing-Trader, irgendwas, was irgendwie halt mehr Zeit in Anspruch nimmt als 2 bis 3 Stunden. Unbefriedigend jetzt, ich weiß, liebe Freunde, aber dann würde ich hier gerade tatsächlich nichts machen.
Oh, hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Warum würdest du nichts machen, Marcel? Ganz einfach, weil es halt manchmal einfach so ist, dass du hier keine klare Richtung vorgeben kannst. Und dann hast du logisch gesehen ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, ne? Großbild activated. Also entweder du zockst dann jetzt, ne? Weil mehr ist es dann ja nicht. Wenn du keine klare Richtung vorgeben kannst, dann ist es zocken. Oder du wartest ab und schützt somit dein Geld. Mittelfristig haben wir aber ein gutes Zeichen für Bitcoin, Freunde. Schaut mal hier, die Bitcoin-Mining-Reserve ist jetzt relativ schnell auf den tiefsten Punkt seit langen Jahren gefallen, wenn nicht überhaupt der tiefste Punkt. Heißt für uns schon mal ganz klar, von Seiten der Miner, und ja, liebe Freunde, glaubt mir da mal, von denen geht großer Einfluss aus, droht keinerlei Verkaufsdruck mehr. Die sind sowas wie komplett raus aus dem Spiel aktuell. Die haben halt de facto nichts mehr zu verkaufen hier. Heißt, die müssen ja jetzt also mit der Zeit wieder anfangen, neue Bitcoins zu horten. Ha? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Für mich ist das im Prinzip mit ein bisschen Biegen und Brechen ein klares Indiz für eine Bodenbildung. Meine ich. Also gerne mal natürlich eure Meinung dazu, wie ihr das deuten würdet. Ein weiteres Indiz für mittel- und langfristig steigende Kurse ist, Freunde, dass die Gelddrucker so langsam wieder richtig angeschmissen werden. Und da machen wir jetzt absolut keine Wissenschaft raus. Es ist im Prinzip ganz einfach. Mit steigender globaler Liquidität war immer so, wird immer so sein. Steigt alles. Alles. Mit sinkender globaler Liquidität sinkt dann dementsprechend alles. Ganz einfach. Mehr müssen wir im Prinzip nicht wissen. Also werfen im Zuge von sinkenden Inflationsdaten etc. die Gelddrucker bald wieder schöne bunte Scheinchen aus. In Masse werden natürlich vor allem Risikokapitalmärkte wie Krypto extrem davon profitieren. Aus keinem anderen Grund zum Beispiel ist zum Corona-Peak dieser massive Bullrun entstanden, weil eben heftig viel massiv Geld gedruckt wurde. Klar, wenn die Menschen in Masse wieder mehr und günstigeres Geld haben, dann können sie natürlich wieder mehr in jeden möglichen Schwachsinn investieren. So bekommen wir dann auch unsere lange herbei gesehnte Altcoin, nicht Altcoin Rotation, Altcoin Run, unseren Alt-Season, wie auch immer ihr das immer nennt. Die kommt, ja, wenn mehr globale Liquidität da ist. Das war genauso wie 2021. So funktioniert das tatsächlich einfach, Freunde. So, gut. Es ist Donnerstag, ich glaube, jetzt ist an der Zeit, euch Bescheid zu sagen. Am Sonntag fliege ich rüber nach Ibiza. Heißt, ich mache da Urlaub für eine Woche. Ich bin von Sonntag bis Samstag, glaube ich. Da geht der Flieger wieder zurück, bin ich auf Ibiza. Ich habe aber vor, Equipment mitzunehmen. Das heißt, ich nehme einen Laptop mit, ich nehme ein Mikro mit. Und ich werde jetzt im Urlaub, weil auf Ibiza soll tatsächlich schönes Wetter sein und da der Sommer fast vorbei ist, die Season ist fast vorbei, wollte ich das auch nochmal genießen jetzt für dieses Jahr, weil dann ist ja Schluss, ne? Ich habe jetzt natürlich nicht vor, jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Video zu machen, aber ich bin schon gewillt, auch in Ibiza, keine Ahnung, dann am Pool oder was, Freunde, schäme mir den Laptop hin und wenn irgendwas Wichtiges ist oder so, dann mache ich auch ein Video aus Ibiza. Dass ihr da einmal Bescheid wisst, ne, also Sonntag bin ich dann weg und dann vielleicht kommt auch 2, 3, 4, 5, 14 Tage gar nichts mehr. Nein, so schlimm wird nicht. So, genau, dann danke ich euch erstmal heute fürs Einschalten. Alle, die neu da sind, gerne natürlich einmal unten abonnieren, Teil der Herzgang werden und dann würde ich sagen, seid ihr Teil der Krypto-Gang und ist beste Gang, weil ihr wisst ja, Salatwissenschaftler und so. Guti, macht was mit den Informationen, macht was aus dem heutigen Tag. Ich wünsche euch bis zum nächsten Video dann alles Gute und dann sehen wir uns in alter Frische. Ich bin weg. Reingehauen.